Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Wachstumswerte in dem Sinne von Aktien, die bzw. Unternehmen, die ihre Gewinne langfristig steigern. Denn dann kann man ja auch von steigendem Kursgewinn und nur dann kann man von langfristig steigendem Kursgewinn und steigenden Dividenden profitieren. 3M war einer der Klassiker bzw. einer der klassischen Wachstumswerte, mit dem man langfristig gesehen gar nichts falsch machen konnte. Gestern, beziehungsweise vorgestern, gab es dann aber Quartalszahlen und die Aktie ist dann gestern eingebrochen um knapp 13%. Das habe ich hier ausgemessen innerhalb eines Tages. Und für 3M ist das eine ganz schöne Größenordnung, passiert nicht regelmäßig. Deshalb natürlich jetzt eine gewisse Beunruhigung bei den Investoren von 3M auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bei denjenigen, die etwas hartgesottener sind und nach einem Schnäppchen suchen, nach einer guten Dividendenaktie. Da juckt natürlich jetzt der Kauffinger. Beide wollen wissen, was da los ist, und das klären wir jetzt in diesem Video. Wir sehen hier also, wie gesagt, 3M momentan bei 190 US-Dollar, vor kurzem noch bei 220. Relativ großer Abschlag. Wenn wir aber hier auf Jahressicht mal gucken, dann sehen wir auf Jahressicht eine Seitwärtsbewegung. Das heißt jetzt nicht, dass 3M-Aktionäre, vor allem nicht langfristige 3M-Aktionäre, plötzlich arm geworden wären. Wenn wir mal hier den Blick mal auf 5 Jahre richten, dann sehen wir sogar im ganzen Gegenteil, dass man da mit 3M immer noch ganz gut Dividende hat erzielen können, beziehungsweise eine Rendite hat erzielen können. Hat auf 5 Jahre immerhin noch knapp 60% Kursgewinn erzielt und dann natürlich, das ist das D hier, laufende Dividenden kassiert. Also da gibt es dann durchaus doch schlechtere Investments. Wir wollen dann trotzdem das hier nicht schönreden. Wir wollen wissen, was passiert ist. Und da habe ich ein kleines Excel-Sheet gemacht. Das ist hier, also wirklich sehr klein. Wir sehen die 5 Segmente, aus denen 3M besteht. Noch sind es 5 Segmente, wird wahrscheinlich strukturiert werden. Dann fällt möglicherweise ein Segment weg. Wir sehen hier das Umsatzwachstum bzw. Rückgang von Quartal auf Quartal. Und das sehen wir hier in US-Dollar. Und so wird ja auch berichtet in US-Dollar, dass 4 von 5 Segmenten Umsatzrückgang zu verzeichnen haben. Das ist natürlich schlecht. Ich möchte aber das Augenmerk dann lenken mal hier auf die Umsätze in lokaler Währung. Und da sehen wir dann, dass wir hier nur noch 2 Segmente haben, den Umsatzrückgang zu verzeichnen haben. Und 3 sind dann plötzlich positiv geworden insgesamt oder sind positiv. Und zwar ist Industrial, hätten wir hier ein Minus gehabt von knapp 3% und haben wir dann in lokaler Währung plus 1% ungefähr zu verzeichnen. Bei Consumer ungefähr minus 2% und dann auch plus 1%. Und alle anderen Segmente sind ebenfalls vom starken US-Dollar betroffen. Das heißt, 3M ist ja weltweit tätig, erzielt dann natürlich lokal also ihre Umsätze in der jeweils lokalen Landeswährung, muss dann aber umrechnen in US-Dollar, weil in US-Dollar bilanziert wird. Und weil der US-Dollar jetzt gestiegen ist, werden dann die Umsätze in den anderen Ländern quasi weniger wert. Und es ist ja nicht so, dass 3M einfach mal, wenn der US-Dollar stärker wird, die Preise anpassen kann in der lokalen Währung, weil dann wären sie ja weniger konkurrenzfähig und würden dann Umsatzeinbußen erleiden, weil dann eben die Umsätze andere Unternehmen machen, die die Preise nicht erhöhen. Das ist natürlich eine Geschichte, da kann 3M nichts dafür. Und wir wissen nicht, wie der US-Dollar jetzt, ob der jetzt noch weiter steigen wird oder nicht. Aber das ist was, sage ich jetzt mal, mit dem muss man einfach leben können als langfristiger Investor. Und ich würde das jetzt nicht, das spricht jetzt aus meiner Sicht nicht gegen 3M, gegen ein Investment von 3M erstmal. Eine andere Geschichte, und die können wir auch nicht abschließend klären. Beziehungsweise ich kann nicht sagen, wie der US-Dollar sich in Zukunft entwickeln wird und was ich auch nicht sagen kann, das ist, ob wir jetzt eine größere Konjunkturdelle erleben werden oder sogar eine Rezession rutschen werden. 3M ist ja etwas zyklisch unterwegs und wir hatten ja im Dezember ganz starke Befürchtungen gehabt, dass wir in eine Rezession rutschen. Die ökonomischen Daten sind nicht wirklich besser geworden. Aber die Rezessionsängste sind übertüncht worden von 3 Monaten, insbesondere Januar, Februar, März, wo die Börse sehr stark gelaufen ist. Und wir müssen gucken, also das heißt, ich möchte sagen, dass es kann gut sein, dass wir hier die Vorläufer einer Konjunkturdelle sehen, dass also 3M
3M schon leidet einer rückläufigen Konjunkturnachfrage. Und das ist natürlich auch nicht die Schuld von 3M, aber es zieht dann eben die Umsatzzahlen nach unten. Und wir gucken uns jetzt einfach mal fundamental an, würde ich vorschlagen, ob 3M günstig bewertet ist. Und dafür gehen wir wieder zurück in den, beziehungsweise dafür gehen wir überhaupt jetzt mal auf die Aktienfinder-Plattform. Und was wir hier sehen, das ist der Dividendenturbo. Also hier kann man Kauf- und Verkaufssignale sich generieren lassen anhand der aktuellen Dividendenrendite. Bevor wir das tun, aber erstmal hier die aktuelle Dividendenrendite bei 3M beträgt 2,89%. Und man sieht auch schon hier ohne Korridore, dass es doch relativ hoch ist. Also wir gehen hier zurück bis zum Jahr 2000. Und man konnte selten bei 3M einsteigen mit einer Dividendenrendite von 3% oder mehr. Im Jahr 2011 im September hätte es mal geklappt. Und natürlich dann haben wir hier noch die Finanzkrise. Die Finanzkrise war natürlich ein Sonderfall. Wer da eingestiegen ist, konnte 4,4% Einstiegsdividendenrendite erzielen. Wir sehen auch nochmal hier die Klasse von 3M bezüglich Dividendenzahler, solide Dividendenzahler, dass wir hier, also dass die Finanzkrise keine Spuren hinterlassen hat bei der Dividende, sondern dass im Gegenteil an 3M weiterhin immer brav die Dividende bezahlt und sogar erhöht hat. Also momentan haben wir eben hier die Dividendenrendite von 2,9%. Und wenn wir hier die Korridore einblenden, ich würde ja zum Beispiel, wenn man den Zweijahreskorridor nimmt, dann sieht man eben hier auch schön, dass das Ganze relativ gut funktioniert. Also wenn man hier eingestiegen wäre, hätte man relativ hohe Dividendenrendite kassiert, danach wäre sie wieder gefallen. Dann hatten wir hier eine Einstiegsgelegenheit bezüglich hoher Dividendenrendite, dann wäre die Dividendenrendite wieder relativ stark gefallen. Hier unter anderem natürlich deshalb, weil die Kurse stark angezogen sind. Und jetzt sind wir hier in dem Bereich, zoomen wir mal ein bisschen näher rein. Wieder mit einer relativ hohen Dividendenrendite unterwegs. Der Korridor hier wird wieder hier berührt. Und wir rechnen mit einer nahen Dividendenerhöhung. Dann würde er sogar durchstoßen werden. Wir rechnen hier allgemein bei 3M auch weiterhin. Das sind jetzt die Analystenschätzungen mit steigenden Dividenden. So, deshalb hier immer dann hier diese schönen Treppchen nach oben. Also momentan aus Sicht hier des Dividendenturbos eher wieder hier ein Kaufsignal. Auch bezüglich 12 Monaten sehen wir dann eben auch eine relativ hohe Dividende, beziehungsweise dass die Dividendenrendite schon relativ hoch ist. Kann man einfach mal ausprobieren. Das kann man übrigens auch schon als Gast ohne Anmeldung sich angucken. Jetzt ist das die Dividende. Das ist sicherlich interessant, weil 3M ist eine Dividendenaktie. Die kauft man weniger, weil man auf horrende Kursgewinne aus ist in einer kurzen Zeit. Dann würde ich jetzt sagen, gucken wir uns jetzt mal das Ganze nochmal fundamental an. In der Hinsicht, ob die Dividenden bei 3M sicher sind. Ich möchte dann vielleicht auch nochmal auf eine Geschichte hinweisen. Und zwar, wenn wir hier uns 3M nochmal angucken, dann haben wir ja die Stabilitätskennzahlen, die einfach sagen oder beschreiben, wie zuverlässig Gewinne, Umsätze und so weiter wachsen. Und da ist 3M tatsächlich Weltklasse. Also der 3M hat eine Stabilität des Gewinns von 0,98, also nah am Höchstwert von einer 1. Auch beim operativen Cashflow 0,98 und auch beim Umsatz 0,97. Das sind absolute Spitzenwerte und man kann das im Prinzip auch hier schön grafisch sehen, dass wir hier wirklich relativ konstante Zuwächse haben beim Gewinn, beim operativen Cashflow und auch beim Umsatz. Und das macht eben im Zusammenhang mit steigenden Dividenden und jetzt einer relativ hohen Dividendenrendite die Anziehungskraft für Investoren aus von 3M. Bezüglich der Sicherheit der Dividende, da können wir uns hier jetzt auch den Free Cashflow einblenden lassen. Und dann sehen wir hier, dass wir einen Free Cashflow haben von 8 US-Dollar ungefähr bei einer Dividende von 5,52. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft. Historisch betrachtet lag die Ausschüttungsquote niedriger, aber wir haben eben seit dem Jahr 2014 eine relativ stark anziehende Dividende. Momentan erscheint mir die Dividende weiterhin sicher zu sein. Ich würde jetzt aber nicht damit rechnen, dass wir weiterhin dann so ein starkes Dividendenwachstum haben wie in den letzten Jahren. Vor allem natürlich nicht dann,
Na dann nicht, wenn wir jetzt eine Konjunkturdelle oder in eine Konjunkturdelle laufen sollten. Gucken wir uns mal 3M in der Vollanalyse an. Und ändern das Layout. Dann sehen wir hier erstmal vielleicht langfristig nochmal, dass 3M eine gute Anlage gewesen ist. Wir sehen hier die Renditen, die erzielt worden sind mit 3M. Wir sehen aber auch, dass wir zum Beispiel in 2008 im Rahmen der Finanzkrise fast ein Drittel an Wert verloren haben, beziehungsweise die Aktien fast ein Drittel an Wert verloren hat. Das heißt, wir haben hier immer mal wieder schlechtere Jahre für 3M und wir haben hier jetzt eben momentan wieder einen relativ schlechten Zeitpunkt erwischt für 3M, wo die Aktie jetzt 20% verloren hat. Wenn wir uns die kumulierten Dividenden aber angucken, dann sehen wir eben, wie das schön steigt. Wir sehen auch eine leichte Krümmung nach oben, die die Dividendensteigerung repräsentiert. Wichtig halte ich jetzt auch noch die Bewertung. Also wir haben gesehen, dass im Dividendenturbo, da haben wir quasi ein Kaufsignal oder sind nahe am Kaufsignal, weil die Dividendenrendite einfach relativ hoch ist im historischen Vergleich. Das sieht man hier in dem Chart nicht ganz so schön. Worauf ich jetzt aber hinaus will, das ist die Bewertung anhand des Gewinns und des operativen Cashflows. Und wenn man uns beides mal einblenden, beides taugt für die Bewertung, dann kriegen wir ein bisschen anderes Bild. Und zwar sehen wir hier, dass wir momentan ein KGV haben von 20,5. Und das würde ich jetzt nicht als günstig bezeichnen für ein Unternehmen, das relativ langsam wächst. Und wir sehen ein KCV von knapp 18. Und was wir zudem sehen, ist, dass im historischen Mittel war die Aktie günstiger zu haben. Wir haben hier diesen breiten Balken und der breite Balken, der berechnet den 10-Jahres-Schnitt jeweils. Und wenn dieser kurze Balken, das ist quasi das aktuelle KGV bzw. KCV, über diesen breiten Balken hinausragt, was ja der Fall ist, dann haben wir quasi historisch eine Überbewertung der Aktie. Also die Aktie ist mit höheren Multiples bewertet als in der Vergangenheit. Und wir sehen eben, dass dies der Fall ist. Und wenn man sich jetzt fragt, wie kann das sein, dass die Dividendenrendite historisch betrachtet überdurchschnittlich hoch ist, aber die Aktie immer noch teuer ist, dann lässt sich das eben relativ einfach erklären. Wenn wir uns die Dividendenentwicklung angucken, dann müssen wir aber den Zoom nochmal rausmachen, dass wir das besser sehen. Und zwar sehen wir hier einfach, dass die Dividende die ganze Zeit schon gesteigert worden ist. Also ab 1985 sehen wir jetzt hier, aber doch relativ beschaulich. Und dann haben wir hier eben eine relativ stark anziehende Dividende von 2013 auf 2014 auf 2015 hier in den Jahren. Und das führt eben dazu, dass die Dividendenrendite jetzt allgemein auch relativ hoch ist auf der einen Seite. Aber dass wir eben eine Bewertung haben hier, die basierend auf Gewinn und Cashflow relativ hoch ist, noch immer. Das Ganze sieht man dann auch hier anhand der fairen Werte. Wir haben jetzt unterschiedliche Fair Values und wenn wir den Fair Value Dividende nehmen, dann sehen wir, und das entspricht eben der hohen Dividendenrendite, dass die Aktie eigentlich unterbewertet ist. Da wäre der Fair Value bei 213 US-Dollar. Wenn wir den aber rausnehmen und eben den Gewinn und den operativen Cashflow nehmen, dann sehen wir, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau immer noch überbewertet ist tatsächlich. Da wäre dann der faire Wert irgendwo zwischen 150 und 165 US-Dollar. Und das heißt jetzt im Prinzip, dass man mit Kursgewinnen nicht zu rechnen hat, also nicht kurz und nicht kurzfristig auf jeden Fall. Und wir werden erst im Jahr 2020, ich habe die Prognosen jetzt aktualisiert, das sind die aktuellen Prognosen momentan, wir hätten dann erst im Jahr 2020 faire Werte, die dem aktuellen Kurs nahe kommen oder entsprechen. Und das heißt, so auf diesen Zeitraum hin sollte man nicht mit Kursgewinnen oder auf Kursgewinne spekulieren. Das heißt, dann würde die Rendite im Prinzip mehr oder weniger alleine durch die Dividende erzielt werden. Dann langfristig natürlich, wenn man die Aktie auf 5, 10 Jahre oder noch länger halten möchte, dann denke ich schon, dass man von Steigen, also von Kursgewinnen auch wirklich ausgehen kann und von weiterhin langfristig steigenden Dividenden. In diesem Sinne, und das ist jetzt auch schon das Fazit, ist für mich 3M momentan kein Schnäppchen. Es ist weiterhin eine gute Aktie.
Wie es jetzt kurzfristig weitergehen wird, das hängt meines Erachtens von der Konjunkturentwicklung in erster Linie ab und dann möglicherweise auch noch ein bisschen vom US-Dollar. Das sind Dinge, die 3M nicht beeinflussen kann. Das kann keiner von uns weder beeinflussen noch kann das vorhersehen. Man kann jetzt schon einsteigen bei 3M, wenn man möchte, vielleicht tranchenweise, um eben das Risiko abzufedern, dass der Kurs jetzt noch weiter einbricht, weil wir vielleicht jetzt dann vor konjunkturell schweren Zeiten stehen. Wer 3M schon hat und langfristig investiert, da würde ich sagen, einfach dabei bleiben. Ich bleibe auch dabei. Wer nun absoluter Schnäppchenjäger ist und jetzt denkt vielleicht oder gedacht hat, nach dem 13% Kursrückgang kann ich jetzt die Aktie kaufen und dann meinen Reibach machen relativ schnell. Das halte ich für weniger wahrscheinlich. Also langfristig sozusagen dann eher top und kurzfristig dann vielleicht eher flop, wenn ich es jetzt mal so ganz locker zusammenfassen sollte. So, dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Danke, dass du es bis jetzt durchgehalten hast und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!